Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis. Der Sonntag steht unter dem Thema die Heilung des Gelähmten, wovon wir dann im Evangelium mehr hören werden. Und der Herr segne nun diesen Gottesdienst an unser aller Herzen. Amen. Er errichtete ein Zeugnis auf in seinem Volk. Und das Zeugnis in Israel. Dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung. Und nicht vergessen, die Taten Gottes. Höre, mein Volk, meine Unterweisung. Bleib eure Ohren zu der Lehre meines Mundes.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne. Wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit. Herre Gott, Christus, Herre Gott, Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe sei ihr und Dank für seine Gnade. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, du schenkst heiligen Mut und guten Rat zu rechtem Ton. Gib uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit wir bei dem bleiben, was du geboten hast, und alle Zeit in deinem Schutz geborgen leben. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Brieflesung für den heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis. Sie steht geschrieben im Epheserbrief im 4. Kapitel. Ihr Lieben, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Halleluja, Halleluja. Herr, deine Güte ist ewig, das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
deinen Sohn von ganzem Herzen. Verkündiget unter den Völkern sein Tun und Lob singet seinen Namen. Komm, stimme seinen Sohn von ganzem Herzen, denn unser Herr ist ein ewiger Gott. Halleluja! Denn unser Herr ist ein ewiger Gott. Halleluja! Hört auch das Evangelium dieses Sonntags, es steht geschrieben bei Matthäus im 9. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus stieg in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren heiligen christlichen Glauben vor Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren wurde, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von allen her kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde Mit dem nächsten Lied sind die Kinder wieder eingeladen, zum Kindergottesdienst zu gehen. Wir wünschen ihnen dazu Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Epheserbrief im 14. Kapitel, die Verse 17 bis 24. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland, liebe Gemeinde, wie hältst du es nach dem Wannenbad? Ziehst du da die Sachen wieder an, die du vor dem Baden abgelegt hattest? Oder ziehst du lieber frische Sachen an? Nun, ich denke, wir werden alle frische Sachen anziehen nach dem Bad. Getragene Kleidung, die vielleicht noch verschwitzt ist, die passt einfach nicht zu einem frisch gewaschenen, sauberen Körper. Etwas ganz Ähnliches greift der Apostel Paulus in unserem Predigttext auf. Er erinnert uns an ein Bad, das Gott in der heiligen Taufe an uns vollzogen hat. Durch sie reinigt er uns nicht vom Schmutz, der am Leib außen dran haftet, sondern von dem viel schlimmeren Schmutz, der uns nicht nur dreckig aussehen lässt, sondern der Grund und die Ursache für die ewige Trennung und Verdammnis ist. Und seit deiner Taufe bist du aber eine neue Schöpfung. Daran erinnert dich der Apostel Paulus hier. Und deshalb bist du heilig gemacht, um heilig zu leben. Du bist eine neue Schöpfung, du bist heilig gemacht. Paulus schreibt seinen Brief an die Christen in Ephesus, einer Stadt, die in der heutigen Türkei liegt. Ursprünglich gehörten ihre Gemeindeglieder nicht zu dem Volk Gottes. Sie waren ihrer Abstammung nach sogenannte Heiden. Sie zählten also nicht zum Bundesvolk. Der Apostel erinnert sie nun daran, dass mit ihnen eine Veränderung stattgefunden hatte. Sie leben zwar noch unter Heiden, sind aber selber von ihnen komplett unterschieden. Sie unterscheiden sich von den Ungläubigen in ihrer Umwelt dadurch, dass sie von Gott heilig gemacht worden sind. Aber wann ist das eigentlich passiert? Dieser Wechsel vollzog sich, als sie durch die Predigt des Evangeliums Christus kennengelernt haben, schreibt Paulus. Das klingt so einleuchtend, kennengelernt haben. Aber was heißt das eigentlich, jemand kennenzulernen? Nun, in unserem Sprachgebrauch kann das auch auf verschiedene Weise gedeutet werden. Das kann sein, dass man jemand das erste Mal sieht und trifft und sich namentlich vorstellt und so den anderen kennenlernt. Man weiß künftig, wenn man ihn sieht, ach, das ist doch der und der oder das ist doch die und die. Aber wir können auch sagen, dass man jemanden kennenlernt,
den man eigentlich schon namentlich kannte. Stellen wir uns folgende Situation vor. Du bist mit dem Auto auf Arbeit gefahren und nach der Schicht willst du wieder nach Hause fahren und das Auto will einfach nicht anspringen. Und da kommt einer, den du zwar namentlich kennst, weil er auch ein Kollege ist, aber ihr habt euch eigentlich bisher höchstens gegrüßt. Und dieser Kollege, der wird auf deine Not aufmerksam, kommt und hilft dir bereitwillig. Und während des Helfens kommt ihr auch ins Gespräch. Und so lernt ihr einander besser kennen. Also man kann jemanden kennenlernen, den man noch nicht kannte, und man kann jemanden besser kennenlernen, den man schon kannte. Wie war das nun bei den Christen in Ephesus? Nun, sie hatten, bevor der Apostel Paulus dort etwas von Jesus verkündigt hatte, keinerlei Ahnung von Gott. Sie wussten nichts von ihm. Sie lebten einfach ihr Leben wie die anderen, verehrten vielleicht wie viele andere mit ihnen in ihrer Heimatstadt die Artemis, die Königin der Fruchtbarkeit, die Göttin der Fruchtbarkeit. Für sie wurde sogar ein Tempel gebaut, eines der sogenannten sieben Weltwunder. Vielleicht gingen sie dort ein und aus. Aber nun, durch die Predigt, die Paulus hielt von Jesus Christus, lernten sie plötzlich den wahren Gott und ihren Heiland und Erlöser kennen. Sie haben nicht nur seinen Namen gehört, sondern durch die Botschaft von dem Apostel haben sie auch erfahren, was dieser für sie und für alle Menschen, auch für dich und für mich getan hat. Ihnen wurde verkündigt, dass Jesus in seinem Leben nicht an sich, sondern immer nur an die anderen Menschen, also auch an die Epheser und auch an dich hier in Zwickau-Planitz gedacht hat. Sie haben von seiner grenzenlosen Liebe gehört, die sich niemandem verschließt, von seiner grenzenlosen Liebe zu allen Verlorenen. Vor allem wurde ihnen verkündigt, dass sich der Sohn Gottes selbst und freiwillig in die Hände derer gegeben hat, von denen er wusste, dass sie ihn ans Messer oder genauer ans Kreuz ausliefern würden. Ja, genau dadurch, dass er sich ans Kreuz nageln ließ, wurde er zu dem Heiland und Retter aller Menschen, der in Ephesus genauso wie deiner und meiner. Und durch diese Predigt, dieser frohen Botschaft, lädt Jesus Christus die Hörer alle immer wieder ein, ihm zu vertrauen. Und er sendet seinen Geist aus, der durch das Evangelium die Menschen verändert. Jesus nicht nur namentlich kennen lässt, sondern auch ihm von Herzen vertrauen lässt. So hat Gott auch die Herzen der Christen in Ephesus total verändert. Sie sind dadurch von irrgläubigen Heiden zu wahrhaft gläubigen und damit geretteten Christen geworden. Sie haben ihren Heiland und Erlöser nicht allein durch die Verkündigung kennen, sondern eben auch von Herzen lieben gelernt. Im Glauben haben sie ihn ergriffen. Und so hat Gott selbst sie durch seinen Geist mit Christus aufs Innigste verbunden. Und so haben sie erkannt, dass in Jesus Wahrheit ist. Das heißt nicht nur, dass das, was er sagte, wahr ist, dass er niemals gelogen hat, sondern das heißt auch, dass das, was er lehrte, von ihm in seinem Leben wirklich umgesetzt wurde. Er hat also nicht anderen Wasser gepredigt und selbst Wein getrunken, sondern er hat das, was er von anderen verlangte und was wir doch so wenig tun können, vollkommen für sie und für dich und mich getan. Nicht einmal seine Feinde konnten ihm
eine Sünde nachweisen. Nein, sie mussten falsche Zeugen kaufen, um ihn letztlich zum Tode verurteilen zu können. Jesu Leben war stets rechtschaffen, frei von aller Übertretung des göttlichen Gesetzes. Das haben die Christen in Ephesus durch die Predigt des Paulus erfahren, als sie zum Glauben gekommen sind. Interessanterweise wechselt der Apostel Paulus in unserem Predigttext den Namen des Heilands. Er benutzt zwei verschiedene Worte dafür. Er redet einmal von Christus, also von dem Gesalbten auf Deutsch oder Hebräisch, dem Messias. Und dann redet er wieder von Jesus. Und er tut das nicht der Abwechslung halber. Nein, das hat einen Hintergrund, warum er das hier tut. Der, der von Gott gesalbt ist zum König, zum Priester und zum Propheten, der führte für uns ein makelloses, heiliges Leben. Und deshalb redet Paulus an der Stelle, wo es um das Leben geht, von Jesus. Aber weil er das konnte, nennt er ihn auch den Christus. Und beides, das makellose Leben, genauso wie sein Rettungsopfer, schenkt er dir durch den Glauben an Jesus Christus. Er schenkt dir Vergebung der Sünden und lässt dich vor Gott so dastehen, als hättest du alles, was Gott fordert, immer bis ins Kleinste, auch in Gedanken, gehalten. So macht Gott aus unwürdigen Menschen Heilige. Das tat er damals bei den Ephesern, das tat er bei dir in deiner Taufe und das tut er immer wieder, wo sein Evangelium gepredigt und im Namen Jesu geglaubt wird. So bist auch du eine neue Schöpfung. Du bist von Gott heilig gemacht, um heilig zu leben. Warum erinnert uns der Apostel Paulus daran, dass wir von und durch Gott heilig gemacht worden sind? Nun, er tut das, um uns zu ermahnen, wie wir leben sollen. Denken wir noch einmal an den Beginn der Predigt zurück. Erinnerst du dich an die Frage? Ich hatte gefragt, wie du es hältst nach einem Wannenbad. Ob du da die gebrauchte Kleidung wieder anziehst, die du vorher abgelegt hattest, oder nicht lieber frische Sachen anziehst. Und ja, wie gesagt, die meisten von uns werden, und wahrscheinlich alle, frische Sachen anziehen, weil wir wissen, gebrauchte Kleidung passt nicht zu einem frisch gewaschenen Körper. Und genau das wendet der Apostel Paulus in unserem Predigttext an. Wir sind heilig gemacht und zu einem heilig gemachten, von Gott geretteten, passt einfach kein Leben, wie es die Heiden führen, die von Gott nichts wissen. Du bist ein neuer Mensch geworden und deshalb ermahnt uns Gott durch seinen Apostel auch, anders zu leben, anders zu denken, als die, die Gott nicht kennen. Indem der gerettet wird durch den Glauben, in dem vollzieht sich ja auch ein Herrschaftswechsel. Da regiert nicht mehr das alte Wesen, das alte Denken des Menschen, der von Jesus und von Gottes Willen nichts weiß, sondern da regiert dann Jesus Christus im Herzen. Da regiert damit Gott selbst im Herzen. Und darum sollte dieser veränderte Mensch im Anschluss an diese Reinigung und Erneuerung auch nicht mehr die alten Sachen anziehen und tragen, die er zuvor getragen hatte, also wie er zuvor gelebt hatte. Paulus drückt das so aus: So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn. Es geht also nicht um seine Meinung, sondern es geht um das, was Gott selbst erwartet, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Liebe Christen in Ephesus und ebenso liebe Christen hier in Planitz, ihr seid durch Gott geheiligt.
Ihr seid innerlich neu gemacht. Ihr seid keine Heiden mehr. Darum lebt auch nicht so wie sie. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie leben denn die Heiden? Nun, ihre gesamte Einstellung, ihr Denken, ihr Wollen, ihr Tun und ihr Reden ist nicht auf Gott ausgerichtet, sondern vielmehr gegen ihn. Sie sind mehr an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert als an dem anderer. Ihr ganzer Sinn ist dem göttlichen Leben total entfremdet. Das heißt, ursprünglich war der Mensch ja von Gott als Ebenbild geschaffen, als sein Ebenbild geschaffen, heilig, gerecht, sündlos wie er. Und das ist dem Menschen verloren gegangen, als die ersten Menschen gesagt haben, ach, lass uns doch lieber von der Frucht essen, obwohl Gott verboten hatte, davon zu essen. Ja, sie haben sich total verändert, nicht bloß durch das Essen der Frucht, sondern besonders dadurch, dass sie Gottes heiligen Willen missachtet hatten. Plötzlich war ihr ganzes Denken und Sinnen anders eingestellt. Die Schlange, also eigentlich der Teufel durch die Schlange, hatte versprochen, ihr werdet danach wissen, was gut und böse ist. Und ja, der Mensch, der meint, er weiß, was gut und böse ist, selbst wenn er Gott nicht kennt, aber nein, er weiß es nicht. Er weiß, was böse ist, aber er weiß nicht, was in Gottes Augen wahrhaft gut ist. Denn was in Gottes Augen wahrhaft gut ist, ist allein das, was Gott die Ehre gibt, was ihn liebt und was dem Nächsten hilft und nützt. Und ja, Menschen, die nicht an Gott glauben, die mögen auch nach unserer Einschätzung, nach menschlichem Denken gut sein. Und sie mögen sich liebevoll verhalten, auch zu anderen Menschen. Es ist achtenswert, ja beachtenswert, was so mancher auf sich nimmt, um sich der Not anderer anzunehmen. Aber wenn in ihrem Herzen nicht der Herr Christus wohnt, wenn nicht der Glaube an Jesus in ihrem Herzen zu finden ist, mag es noch so gut für uns aussehen. Vor Gott ist es nichts Gutes, weil es das falsche Vorzeichen trägt. Wir erinnern uns, ein positives Vorzeichen ist ein Plus und das sieht nicht umsonst aus wie ein Kreuz. Es erinnert uns an das, was Jesus für uns getan hat. Wir sind heilig gemacht, damit wir heilig leben sollen. Wir sollen also nicht so leben wie die, die Gott nicht kennen, sondern eben so, wie unser Heiland es will. Wir sollen nicht zuerst und vor allem nur uns lieben, sondern eben auch den Nächsten. Und ja, natürlich, es sieht so aus, als würde der andere auch dem Nächsten Gutes tun. Aber es fehlt ihm doch das, was Gott eigentlich unter Liebe versteht. Und diese Liebe, die er zum Nächsten auch von uns fordert, die richtet sich eben nicht zuerst und nur auf das äußere Wohlergehen des anderen, sondern diese Liebe drückt sich aus in dem, was Jesus zu seinem nächtlichen Besuch in Nikodemus sagte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist es, worauf es ankommt. Die Liebe zum Nächsten ist in erster Linie die Liebe, die möchte, dass der andere auch in den Himmel kommt, auch gerettet ist und nicht verloren geht. Es soll ihm genauso gut gehen, wie es uns gut geht, durch den Glauben an Jesus Christus. Der menschliche Verstand ist von Geburt an verfinstert, obwohl er denkt, vernünftig zu sein. Er gebraucht seine Vernunft. Mancher setzt sie sogar über alles, auch über die Bibel. Und doch ist er dem wahren Leben entfremdet. Er hat keine Ahnung davon. Weil unter Leben versteht der Mensch natürlicherweise nur die Zeit zwischen Geburt und Tod. Aber dieses Leben, was wir als solches vielleicht bezeichnen, hat mit dem Leben, von dem die Bibel redet, herzlich wenig zu tun.
Denn dieses Leben ist nicht das, was Gott ursprünglich angelegt hat für uns. Dieses Leben ist gekennzeichnet, wie wir selber an uns immer wieder erfahren, von Schmerzen, von Leid, von Trauer, ja, von allen möglichen Folgen der Sünde und des Ungehorsams. Aber das, was die Bibel Leben nennt und was Christus dir schenken will, ist ein Leben im Frieden und Eintracht mit Gott, ohne all diesen Nebenwirkungen. Und dieses Leben schenkt er dir, wenn dein Herz hier aufgehört hat zu schlagen und er dich zu sich genommen hat in die Herrlichkeit. Dahin will er dich und mich haben. Dahin will er auch die Menschen um uns herum haben. Und wenn wir sie so lieben, wie Gott uns liebt, dann ist das Nächstenliebe. Dann ist das das, was Gott von uns möchte. Dass wir alles daran setzen, dass die Menschen gerettet werden, so wie er uns auch gerettet hat. Die Heiden, die wollen von all dem so nichts wissen und leben darum in den Tag hinein und suchen hier Zufriedenheit. Sie versuchen hier, ihre Bedürfnisse zu befriedigen nach Strich und Faden. Alles richtet sich nur daran, nach diesem Leben hier auf Erden aus. Wir sollen nicht so leben wie die Heiden, möchte Gott und lässt es uns durch Paulus sagen. Das heißt ja nicht, dass wir das Leben hier auf Erden hassen sollen. Nein, er hat es uns geschenkt und wir dürfen es auch genießen. Aber sollte nicht das Zentrum unseres Denkens sein, sich hier häuslich einzurichten für die Ewigkeit, in Anführungsstrichen. Wenn wir darüber dann auch noch das Leben in der wirklichen Ewigkeit vernachlässigen und vergessen. Ihr Lieben, wir sind eine neue Schöpfung. Als Gott uns durch den Heiligen Geist zum Glauben an Jesus Christus gebracht hat, da hat er uns neu gemacht. Er hat uns heilig gemacht und deshalb möchte er auch, dass wir heilig leben. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Das ist das Ziel des Lebens der Heiden. Sie bringen sich zugrunde, sie bringen sich selbst um. Wollen wir das? Nein, wir sind doch gerettet. Christus hat uns doch schon ein Leben geschenkt, das ewig währt im Himmel. Also lasst uns doch auch so leben, wie er es möchte. Und ja, das ist nicht immer leicht und das ist anstrengend. In der Taufe, da wurde dieser alte Mensch der Sünde ersäuft, aber er ist eben leider nicht gestorben. Der kommt immer wieder hoch. Und Gott ermahnt uns, nicht bloß durch Luther, sondern eben auch in seinem Wort, woraus Luther seine Lehren geschöpft hat, diesen alten Adam jeden Tag neu wieder runterzudrücken, diesen Herrschaftswechsel nicht zuzulassen. Wir sind heilig gemacht. Also lasst uns auch heilig als die Kinder Gottes leben. Gott schenke uns allen immer wieder dazu die Kraft, weil wir ja wissen, nach einem Wannenbad ziehen wir nicht die alten Klamotten wieder an, sondern frische. Und in der Taufe haben wir das Kleid der Gerechtigkeit unseres Heilands angekleidet bekommen. Also wollen wir auch gerne so leben, wie es dieser Kleidung entspricht, nach dem Willen unseres Heilands. Amen. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger, ewiger Gott, du hast die Menschen geschaffen und gibst ihnen, was zu ihrem Heil dient. Du tröstest die Traurigen und heilst die Kranken. Darum rufen wir zu dir. Nimm unser Gebet an und gib, dass alle Menschen deine Hilfe erfahren und dir danken. Wir bitten dich für die Kirche. Vergib deiner Christenheit ihren Ungehorsam und errette sie aus Irrtum und Bedrängnis. Erhalte deine Christen in rechtem Glauben und lehre sie nach deinem Wort zu leben. Gib deiner Kirche treue Hirten und Diener und segne die Boten des Evangeliums unter den Völkern. Mache Männer bereit, sich von dir in den Dienst rufen zu lassen. Segne die Ausbildung von Pastoren auch an unserem Seminar in Leipzig. Wir bitten dich für unser Land. Hilf den Regierenden, dass sie den Menschen dienen und den Frieden bewahren. Gib doch auch bald Frieden für die Ukraine und im Nahen Osten. Wir bitten dich für unsere Familien. Behüte Eltern und Kinder. Erhalte sie in deiner Liebe. Bewahre uns in allen Nöten, die das Leben gefährden und den Glauben bedrohen. Richte die Traurigen auf, stärke die Kranken und führe die Verirrten auf den richtigen Weg. Schenke allen, die zu dir rufen, Barmherzigkeit, Frieden und ewiges Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Erheben wir zum Herrn. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist höchlich.
Wahrhaft für dich heilsam und recht ist es, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und überall Dank sagen, durch Christus, unseren Herrn, den du der Welt zu ihrem Heil gesandt hast, damit wir durch seinen Tod Vergebung der Sünden und durch seine Auferstehung das Leben haben. Durch ihn wird deine Majestät gelobt von den Engeln, beten dich an die Herrschaften und fürchten dich die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim preisen dich mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereine auch unsere Stimmen und lass uns anbetend Lob singen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Erzähmert, voll sind Himmel und Erde. Da wir versammelt sind, um das Abendmahl unseres Herrn Jesus Christus zu begehen, so vermahne ich alle, die das heilige Sakrament empfangen wollen, dass sie den Worten des Testaments Jesu Christi glauben und gewiss sind, er habe sie durch sein Leiden und Sterben von allen Sünden und vom ewigen Tod wahrhaft erlöst. Wer das glaubt, dem gibt er selbst, unser Herr, in diesem heiligen Mahl mit seinem Leib und seinem Blut die Vergebung der Sünden. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Darum sollen die Gemeindeglieder getrost herzutreten, die ihre Sünden bereuen und nach einem neuen Leben herzliches Verlangen haben. Und wenn einer im Glauben noch schwach ist, so will Gott mit ihm doch Geduld haben und sein Verlangen in Gnaden annehmen. Wir alle aber wollen beten, Herr, stärke uns den Glauben. Und der barmherzige Gott wird uns erhören, dass wir bei ihm Kraft, Trost und Frieden finden, künftig nach seinem heiligen Willen leben, von Herzen verzeihen, jedermann willig Gutes tun und so in dem Herrn Jesus Christus bleiben, wie er in uns. Dazu helfe uns allen, der treue Gott. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Amen. O
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christus, nun kommt, denn es ist alles bereit. Nehmt ihn und esst. Das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch und eure Sünden in den Tod dahingegeben. Der stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen. Nehmt ihn und trinkt. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch vergossen zur Vergebung aller eurer Sünden. Das ist das wahre Blut eures Herrn und Heilands Jesus Christus, für euch vergossen zur Vergebung aller eurer Sünden. Das stärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen Leben. Amen.
Lasst uns lieben, Halleluja. Denn er hat uns zuerst geliebt, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger, barmherziger Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe gestärkt und getröstet hast. Wir bitten dich in deiner Barmherzigkeit, hilf uns dadurch zu starkem Glauben an dich und zu herzlicher Liebe unter uns allen. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Gnade. Amen.